Willkommen zurück zu Dead Space. Wir sind hier kurz vorm Erzlager, haben beim letzten Mal dieses einen Teil da weggenetzt, was wir innerhalb des Schiffs von innen gemacht hatten schon mal. Also zwei Seiten. Und das Kriegsschiff, was mit uns kommuniziert hat, war ja auf dem Weg zu uns, so wie es scheint. Voll bewaffnet. Aus was für einem Grund auch? Oh nein. Eintritt Schwerelosigkeit. Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Und wie mache ich das? Ich nehme mal an, dass ich das hier unten irgendwie machen muss. Sauerstoffstation. Ach, du Güte, Güte, ich habe ein ganz doofes Gefühl. Ein ganz doofes Gefühl. Man hört schon, wie sie machen. Kann ich da hin? Ich kann da nicht hin? Ernsthaft? Geh ich mal da hin. Was mich mal interessieren würde, ob ich hier rein kann. Sieht zumindest stark danach aus. Aber da wird wahrscheinlich nichts zu finden geben. Oh Gott, hier sind ja noch mehr. Die habe ich gar nicht gesehen. Nein! Okay. Ja gut, die sind erstmal halbwegs in einer Richtung. Kann ich die dann alle so hin befördern? Oh, doch noch getroffen. Vor allem, die sind radioaktiv, dass die uns aber auch nicht. Dass die uns aber auch nicht stören dabei, das wundert mich ein bisschen. Ich finde es ja schon mal gut, dass es hier keinen Sauerstoffmangel gibt, ne? Also. Toi, toi, toi. So, erstmal alle in Position bringen. Wahrscheinlich hätte man es einfacher machen können. Man hätte einfach hier die Schleuse öffnen brauchen und dann die Dinger ab ins Weltall. Und normalerweise müsste das doch so funktionieren, wenn ich die jetzt hier, sag ich mal, hinlege, dass diese Kugeln einfach rausgesaugt werden, oder? Es entsteht dann eine Art Unterdruck. Zumindest kann ich mir das vorstellen. So, wir müssten theoretisch eigentlich jetzt alle Kugeln haben. So. Eine Seite. Zum Glück haben wir einen großen Luftkanister mitgenommen. Warte mal. Die tun wir mal noch ein bisschen reinstellen. So. Kurz nachladen. Na, sag ich doch. Shit. Radioaktives Material entfernt. Das sehe ich nicht so. Wo kommst du her? Radioaktives Material entfernt. Radioaktives Material entfernt. Ja, sag ich doch. Schon wieder? Strahlengefahr gebannt. Da. Sicherheitssperre geöffnet. Mistkrücke. Noch irgendwo einer? Gut, scheint nicht so. Ich nehme mal an, ich muss dort oben hin. Zu
Es scheint das hier so eine Art Luke zu sein. Oh, ich finde das so cool, dass wir so viel Luft momentan haben. War schon ganz gut, dass wir aufgewertet haben. So, ich wollte gerade sagen, Sauerstoff. Da war gerade einer. Hätte ich gerne. Da haben wir das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe massive Schäden. Du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Halb so wild, wir machen das schon. Oh nee, nicht die Dinger schon wieder. Die wuseln doch und sowas von weg. Die Bodenplatten. So, jetzt kann man nämlich beim ersten Mal speichern. Ich weiß nämlich, wir haben das letzte Mal eine neue Speicherstation angefangen. So. Gut. Gehen wir mal hier rein. Und hoffen. Was bist du denn? Gibt auch nervöse Typen. Alles klar. Diese Infektion stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Stase-Einheit. Und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen. Hä? Wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell. Also, Vorsicht. Das heißt also... Den Daumen auf der C-Taste. Wo ist der hin? Keine Ahnung. Also den Daumen auf der C-Taste lassen. Was? Wie? Was der... Wie mache ich denn das jetzt? Ich glaube so lang, ne? So. Ach, stimmt, der hat ja was von Stasis gesagt. Stücke noch. Reicht zu. Weil wir müssen auch irgendwie nachher zurückkommen. Das macht ein bisschen komisch gerade hier mit der Maus. Hallo. Na gut, so lange wie sie mich nicht auf das schnelle angreifen. Steht er nochmal auf? Nee. Ständig so. Oi, das waren mehr wie einer. Guten Tag. Zum Glück hatte ich den Daumen auf der C-Taste. War schon mal gut gewesen. Aber es macht mir ein bisschen Sorgen, dass es hier so viel von dieser Munition hier gibt. Das ist ein bisschen besorgniserregend, möchte ich meinen. Ja gut, das wäre halt der einfachste Weg. Diese Dinger damit zu töten, ne? Holy shit! Ist gut. Ui, die sind ja richtig eklig, ey. Da kriegst du ja halben Herz, Kasper. Alles klar. So. Am besten bald mal die Strahlenwaffe im Anschlag. Mach uns wieder ganz. Halt dein Maul.
Warum wird die uns hier angezeigt? Das ist das Komische. Okay, die ist nicht kaputt gegangen. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, die Kiste geht flöten vorne. Dass wir bloß einsammeln brauchen, aber es war leider doch nicht so. Dann wird sich hier wahrscheinlich den Anzug Level 5 auch geben, den wir vielleicht bekommen werden. Ich habe das Gefühl, dass diese Soldaten jetzt so aufstehen. Ich peile ihren Standort an, aber offenbar kann ich sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Es ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Das bezweifle ich stark. Warte mal, da war doch was. War nicht gerade was? In der Meinung, da war was. Erstmal speichern. Oh. So. Gespeichert ist. Gut, weiter geht's. Hallo? Okay, da muss ich rein. Ja, gehen wir auch mal da rein. Oh nee. Lässt du schön bleiben. Mistkrücke. Das lässt du schön bleiben. Ich brauche hier nicht irgendwie so ein Vieh. Frachtraum. Warte mal gucken gehen. Alles klar. Hat sich erledigt. Wie viel Munition habe ich jetzt dafür noch? Ich habe noch ein bisschen, aber ich schwenke dann doch mal lieber wieder auf den um. Sicher, sicher. Ach, hier ist gar kein Dings drin. Warum das nicht? Ist das explodiert? Wer weiß. Gut. Dann ab nach oben, unten, was auch immer. Wohin geht's? Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Mein Name ist Terence Kine. Dr. Kine. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Marker wird zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte, mir helfen. Ja, bestimmt. Ich helfe einem Fremden. Ah. Ah. Ist da vorne jemand? Ah! Oh. Hier haben wir noch ein bisschen Zeug. Kohle. Wir kriegen ziemlich viel Credits. Warum auch immer. Das ist ein bisschen besorgniserregend gerade für mich. Ja gut, eigentlich nicht, aber... Du wisst, was ich meine. Sonst hatten wir kaum... Oh nee. Sagen nicht du. Hä? Wo ist denn der hin? Hallo. Wie jetzt? Der hat...
Du schon wieder? Wo kommt... Wo kommt der denn her? Das Ding... Mistviecher. Hässliche Krücken. Vor allem, dass das so nah unbedingt jedes Mal an der Tür sein muss, das verstehe ich auch nicht. Oi. So, Plasma-Energie zuhauf, das ist schön. Wir haben einen Energieknoten bekommen, den werden wir gerne hier verwenden. Und zwar diesmal für, ich schaue hier nochmal rein, da könnte man dann einmal die Luft vielleicht noch Plasma-Cutter, wollte man erstmal nicht. Deswegen nehmen wir die Strahlenkanone, was denn mit dem Kinese- und Stasis-Modul überhaupt? Die Dauer und die Energie. Damit wird ihre Energie um 20 Punkte erhöht. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber dass wir das hier die ersten zwei extra mal freischalten müssen, ist doof. So, dann machen wir halt hier einmal den Schaden. So. Okay, wie sieht's momentan aus? Haben wir noch Medikits, wir haben 4 Stück, okay. Gut. Dann sollte ich gucken, dass wir dort lang gehen. Aber vorher werde ich mir... Werde ich mir noch den anderen Raum angucken, wollte ich gerade sagen. Mistkrücken, hässliche Teile. Wie die sich schon bewegen. So, hier haben wir noch was drin. Oh, ein Haufen Strahlenmuni, das ist echt geil. Ein Audio. Hier spricht Commander Cadigan. Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerirdischen Ursprungs. Wiederhole, außerirdisch und extrem gefährlich. An alle Crewmitglieder, Waffen bereit halten und nach Ermessen schießen. Nach Ermessen schießen. So, Schießstand, was ist das hier? Gibt es dafür irgendwie was Zusätzliches? Muss ich die... Aha, die blauen nicht, aber die roten. Ah, okay. Die roten sind gefährlich. Ah, das ist schön, dass es hier wenigstens unendlich Munition gibt und dass die eigene nicht verbraucht wird. Nee, du nicht. Du. Das war's schon. Oh. Okay. Naja, weil ich verkackt habe beim ersten Mal, weil ich nicht wusste, ob ich die angreifen darf oder nicht. Außerdem habe ich so einen blauen angegriffen. Du hast halt wirklich bloß maximal so viele rote Statuen, wie es Punkte halt hier gibt. So, 3 noch, der nicht. Der. Einer noch. Oh. 1000 von 1000 Punkten. Und nun kriegen wir irgendwas? Oh. Mehr nicht? Ich habe jetzt 9. Ich habe gedacht, du kriegst irgendwie eine Art Knotenpunkt, vielleicht noch geschenkt. Schade. Mir soll es egal sein. Nehme ich gerne mit. So. Hier haben wir nichts weiter. Dort könnte was rauskommen. Oh, war aber schon. Gut. Toll, den kann ich niemals schießen. Hat die sich gerade das Bein abgenommen? Alles klar, Stasis-Modul aufwerten. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier an dieser Stelle machen, weitermachen, erstmal wieder Schluss. Es könnte wahrscheinlich wieder noch ein bisschen unheimlicher werden, vor allem wenn ich jetzt hier das Licht zu flackern sehe. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß euch noch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Dead Space wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.